Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana und ich mache jetzt brutal SSV 3 und ich mache sie in Solo und es ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte, zugegeben. Aber es ist schon recht gut so, wie ich es gerne. Achso, es ist schon nahe dran an dem, wie ich es gerne hätte. Wo ich habe kein Metall mehr, sehe ich gerade. So, die Südwelle kommt. Hätte auch die aus dem Westen sein dürfen. So, aber die aus dem Süden hatte ich in diesem Tunnelpalast, Fallenpalast noch nicht. Fallenpalast, Tunnelpalast hört sich irgendwie falsch an. In diesem Fallenpalast noch nicht. Das heißt, die sehen wir jetzt zum ersten Mal hier drin. In der vorherigen war es ja von da hinten und da hatten wir ja hier unten das Problem, dass sie durchgekommen sind. Wobei ich hier auch einen Fehler habe, den ich noch korrigieren will, irgendwann mal. Aber jetzt gucken wir. Oh, da kommt einer fast bis vorne ran. Zweimal schon ausgelöst. Das muss halt schon der zweite sein, der davor kam. Der hat es nicht geschafft. Also sie gehen durch beide Eingänge rein, wie man sieht. Sowohl den linken als auch den rechten. Ihr habt den Fallenpalast ja schon mal gesehen. Brauche ich etwa Munition? Nein. Aber viel fehlt nicht, ne? Ja. Achso, mir fehlt es ja an Metall. Du bist da hoch, Kammer. Sehr schön anzuschauen, wie die Zahlen da wegputzeln. Da ist wieder einer nach oben und wieder einer hoch. Der will wieder runter und ist tot. Da kommt mal wieder einer hier durch. Wenn sie sich verabreden von links und rechts, dann wird's knapp. Aber die, die nach oben kommen, die schaffen es nicht rüber. Die Lage hat sich beruhigt. Jo, also, fünfmal ausgelöst. Jo, das geht doch. So, das ist einer der Punkte, bei denen ich ein bisschen Respekt habe. Ups. Komme ich denn hier überhaupt sinnvoll runter? Nee, ne. Uppa. Ah. Und dann war ich auch noch im Falschen. Verstärker, das ist der hier. Ich war zu langsam. Ich muss mal schnell hier den da setzen. Stell dich nun zwischen eine Dame und ihre Werkzeuge. Auf den Weg, Jungs. So, der ist frisch gebaut. Und jetzt bin ich mal tatsächlich gespannt. Ich vermute, hier werden sie durchkommen. Ich vermute, ich werde hier kämpfen müssen. Da kommt einer. Wie kommen die hier oben durch? Also, es war zu erwarten, aber da oben kommen sie durch. Das habe ich jetzt. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich habe den Spawnpunkt, glaube ich, falsch eingeschätzt. Und ich habe kein Metall mehr. Okay, also da muss ich noch was tun, das ist jetzt soweit klar. Autsch. Autsch. Euch ist klar, dass wir gewinnen, oder?
Okay. Da werden wir noch ein bisschen nachbessern müssen. Schick den Zahnmann zurück, wo er hergekommen ist. Das sollte lustig werden. Ich habe es wirklich unterschätzt, dass sie auch von einer anderen Seite kommen können. Also, sag mal. Achtung, Zermalma! Okay, also das war definitiv, da ist noch Bedarf. Da ist definitiv noch Bedarf, aber das ist sehr gut zu wissen. Deswegen mache ich das ja, damit man herausfindet, wo ist noch Bedarf. So, aus dem Süden. War ich da nicht gerade schon? So, noch ein paar so unsinnige Dinger. Ach, die kommen da runter, okay. Ich fühle mich das sollte jetzt wieder gut funktionieren. Hoppla. So, dass ich mich eigentlich ein bisschen weiter hier zurückziehen kann. Was haben wir denn da? Und zugucken. Das ist zumindest die Hoffnung. Also hier könnte noch was durchkommen, da ist es relativ dünn. Aber hier oben sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Auch da ist so eine Art Fallenpalast entstanden. Wie ihr seht, läuft das auch. Wobei irgendwo da hinten auch welche sind, wo auch immer die sind. Wo auch immer die hinwollen. Erledigt den Schleuderer! Okay. Der hat es, der ist aber jetzt echt weit gelaufen, um da hinzukommen. Höhenparade. Und wie die da durchkommen, frage ich mich auch. Achso, Schleuderer. Ah, es könnte sein, dass der geschleudert wurde, der Kleine. Und da sind noch irgendwo Schleuderer. Ja, tatsächlich. Die Lage hat sich beruhigt. Es sind wirklich Schleuderer. Von wo? Vom Westen? Hier liegen die Fässer. Ups, hier sieht es aber auch wild aus. Da ist ein bisschen was kaputt gegangen, was da hätte nicht kaputt gehen dürfen. Schade eigentlich. So. Und gehen mal den kurzen Weg hier durch. Durch meinen Fallenpalast. Moment, welchen greifen die denn jetzt an? Wo laufen die denn jetzt hin? War das eine Herde oder eine Schar? Die laufen da runter, oder? Oh, ho. Da ist ja auch ein bisschen Verteidigung. Aber es ist jetzt auch nicht so üppig. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Wie ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ist das auch nicht so üppig. Dann auch noch dämliche Hexen.
Okay. Da müssen wir woran? Sehr schön, ich liebe es. Also wie ihr seht, es ist definitiv nicht perfekt und das soll es auch gar nicht sein. Wäre ja langweilig. Und ich habe jetzt noch keinen meiner... Ah, okay, den muss ich töten. Um Höhlens Willen, kann endlich jemand den Schleuderer töten? Versammelt euch, Schwebermannler! Ich kann nicht. Hey, ihr! Hört auf, mich umzubringen! Ups. Ich muss mal schnell... Ich hab's doch hier irgendwo... Nein! Nein! Ist das böse. Da wär's gewesen, um die Ecke. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sie jetzt überall sind. Das ist ja spannend. Sei tapfer, kleine Festung. Erledigt das Höhlenwesen. Das war jetzt eigentlich eher blöd. Das war jetzt richtig blöd. Den holen wir uns. Schweber! Es ist ganz schön eng hier. So, ich muss mal schnell hier ran. Sehr schön. Ach, macht das Spaß. So, da haben wir es geschafft. Ja, war ein bisschen... es sind auch noch ein paar Ecken, die mir fehlen. Also gerade vor allem diese Angriffsecke aus dem Westen. Die hat mich jetzt gerade enorm gestört. Ja, warum? Ist relativ klar. Da hatte ich nämlich keine Verteidigung. Also nichts. Also die letzte Welle gerade eben, die ging einfach mehr oder minder fast durch. Da war noch ein bisschen von der alten Verteidigung und ansonsten nichts. Wir gucken es uns gleich an. Also hoffe ich zumindest. Ja, natürlich gucken wir es uns gleich an. Wir gehen da nochmal rein. Na los. Ja, es gibt Belohnung, ist klar. So, jo, super. Und 100 V-Bucks, freut man sich auch. So, Karte, brutal. Zack. So, ich sammle das gleich noch ein. Also, jetzt ganz schnell gucken. Und dann ist aber das Video auch schon zu Ende. Also, wir haben schon zeitlich, ich glaube, ein bisschen überzogen. Ne? Nein, nee, es geht noch. Wir sind unter 20 Minuten. Ja. Ja, Verbindung zur Lobby wird versucht. Wird versucht, oh. Kann auch schief gehen, ne? So eine Verbindung zur Lobby. So. Dann gucken wir mal. Und zwar, worauf ich hinaus will. Also zuerst mal, was hat gut funktioniert? Die beiden Wellen aus dem Süden, also die eine, die runtergegangen ist, na, ich zeige es euch auf der Karte,
oder im Sturmschild selbst. Da sind die Paläste natürlich, also Mehrzahl von Palast ist Paläste, die Fallenpaläste perfekt gewesen, also ziemlich perfekt, sagen wir mal. So, wo laufe ich denn jetzt? Ja, ich laufe erstmal darüber. Also, das war der erste, die dritte Welle kam, glaube ich, hier rüber. Und wie ihr seht, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ich bin mir nicht sicher, woran es lag. Oder ob ich das überhaupt gesetzt hatte. Aber das ist die Welle, die von hier kommt. Die kommt von hier aus dieser Ecke und läuft in Richtung dieses Verstärkers da unten. Verstärker A nennt er sich. Also läuft dann hier runter. Es kann sein, dass sie versuchen, da rüber zu kommen. Das geht aber nicht, weil ich da so weit zugebaut habe und spätestens hier sollten sie enden. Aber was ist passiert? Sie sind auch von hier gekommen. Und zwar wahrscheinlich irgendwo hier runtergefallen. Jo, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Hier ist ja der Weg zu. Das heißt also, da müssen wir noch was tun. Das ist noch nicht so perfekt. So, was lief weiter gut? Auch hier fehlen noch ein paar Fallen, wie ich sehe. Kann auch sein, dass ein paar einfach out of order sind, weil sie mittlerweile getan haben, was sie tun mussten. Das hier ist Mist, das muss irgendwann mal weggemacht werden. So, der hier lief perfekt. Ohne jeden Zweifel, da gab es nicht einen Schuss Munition, den ich raushauen musste. Einmal war einer wirklich, ich glaube, so kurz vorm Hochkommen. Und ich hätte fast schießen müssen. Lief also perfekt. Das ist die Welle, die aus dieser Ecke hier kommt. Also so von da bis da. Und die dann eben in diese Richtung, also Richtung Sturmschild läuft. Und die kommen entweder durch diesen Eingang rein. Drei Felder, Dreierregel für die, die es noch nicht gesehen haben. Oder durch diese rein. Und dann werden sie eben hochgeschleudert, rübergeschleudert, rumgeschleudert. Zack, zack, zack. Geht kreuz und quer. Und eigentlich wollen sie hier raus. Das hat man ja gesehen. Sie haben früher oder später immer versucht, hier rauszukommen. Die weiter oben sind, versuchen natürlich weiter oben rauszukommen. Aber hat auch nicht geklappt. Ne? So. Die Welle lief perfekt. Leider hatte ich keine Welle aus dem Westen, weil ich gerne gesehen hätte, ob das gut funktioniert. Und dann hatte ich dummerweise noch eine Welle, die von... Moment, das ist falsch. Ja, die hier startet. Fuck, und die alles kaputt gemacht hat. Also hier war ein fertiges Gebäude. Die haben alles kaputt gemacht. Also so ziemlich alles. Also die spawnen hier drüben. Jetzt muss ich wieder ruhig zurücklaufen. Hier irgendwo. An die habe ich überhaupt nicht gedacht, dass die hier auch spawnen können. Ah, Mann. Und dann laufen die Richtung des Verstärkers hier. Na, komme ich hier vorbei? Ja. Des Verstärkers B. Hier unten. So, das heißt, die kommen auch hier runter. Hier ist natürlich auch nicht viel anfallen. Also sie laufen eben nicht hier hoch. Das heißt, das kann man sich eigentlich sparen, weil wenn sie dort spawnen, laufen sie zum Verstärker B und nicht zum Sturmschild. Also das brauche ich alles nicht. Habe ich irgendwann mal gebaut, völlig sinnfrei. Das da bräuchte man vielleicht dann doch. So, dann laufen sie hier runter. Beziehungsweise, ihr habt es ja gesehen, hier würden sie vielleicht auch durchkommen. Sie haben es aber gar nicht erst versucht. Also das heißt, das war gar nicht so schlecht. Und dann versuchen sie natürlich hier durchzukommen. Das ist das Bombardement von den Hexen gewesen. Und auch hier 1, 2, 3, 4er Regel, 3er Regel funktioniert hier nicht. Ne? Also auch mies. Trotzdem sind sie runtergelaufen. Und haben sich eben hier unter anderem an dem Verstärker bedient. Jo, das lief also nicht gut. So, dann hatten wir diesen Verstärker ja gleich nochmal im Angriff. Weswegen wir ja hier und hier frisch gebaut haben. Weil sie zwar aus dem Osten kamen, also von hier vorne, der Tunnel also auch prima funktioniert hat, wenn sie von hier spawnen,
dann laufen sie da lang. Aber sie haben noch einen zweiten Weg. Und den habe ich auch nicht bedacht. Und das ist dieser hier. Oh, offen. Ja, da laufen wir halt hier durch. Hey, hallo. Und das waren fast immer die Smasher. Und die haben sich dann hier einfach fast gnadenlos mit zwei... Also mit keiner einzigen Schadensfalle. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob hier am Anfang noch eine hatte. Aber hier war keine. Einfach durch. Und das nur, weil ich diesen Aufgang aufgelassen habe. Wären sie hier lang gelaufen, prima. Bam, 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 bam. Ne? Also ist auch noch nicht fertig, wie man sieht. Hier fehlen definitiv noch Fallen. Aber den Durchgang hier, den hätte es nicht gebraucht. Also, was lernen wir daraus? Man sollte sich natürlich die Spawnpunkte vorher anschauen. Das mache ich aber ganz bewusst nicht. Ja, ich habe jetzt schon andere SSVen mitgemacht, wo ich dann schon weiter fortgeschrittene Spawnpunkte auch gesehen habe. Und deswegen habe ich bestimmte Dinge schon gebaut, die ich aber noch gar nicht brauche. Nämlich wie zum Beispiel die Verteidigung, die dort oben war. Also dort. Die habe ich schon gebaut, die ist aber noch völlig unnütz gewesen. Im Gegenteil, sie hat mir aufgrund des Spawnpunkts, weil da oben halt noch kein Verstärker gesetzt ist, hoppla, hier geht's hoch, weil da noch kein Verstärker gesetzt ist, hier hinter. Und dann spawnen sie hier und hier haben sie mir alles kaputt gemacht. Also, ja, also das war einfach doof. Das war wirklich einfach doof. Das ist alles kaputt. Muss ich alles neu bauen. Und was da Fallen schon dran hingen. Oh Gott, oh Gott. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, was das an Material gekostet hat. Aber so ist es halt. Ich habe... Und das aber tatsächlich nur... Ich habe diesen Spawn... Ich kenne den Spawnpunkt. Ich weiß, dass sie dort angreifen. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ja, so ist es. Okay. Daraus lernen wir. Wir lernen. Also, das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Einfach auch mal... ja... daneben greifen. Ich meine, es hat ja locker gereicht. Also es war jetzt nicht so, dass es nicht gereicht hat. Hab da beim Verstärker B ein bisschen Einbuße gehabt. Ich meine, in Zukunft werden sie von dort unten irgendwo spawnen. Also da um die Ecke rum. Und dann laufen sie hier hoch und das ist natürlich perfekter Fallentunnel schon. Das heißt, bis sie zip, da hoch dann, da laufen sie hier weiter. Hier sollten sie dann nochmal hoch katapultiert werden, aber wie ihr seht, fehlt. Also, schon ziemlich ausgeklügelt, das System. Ja, soweit. Aber SSV3 fertig, abgeschlossen. Das war sie. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt vielleicht das eine oder andere auch gelernt. Also, ich habe jetzt gerade wieder sehr, sehr viel gelernt. Zum Beispiel, bau nicht zu früh irgendwo, wo es noch gar nicht nötig ist, weil da Spawnpunkte sind. Auf der anderen Seite, bau dort, wo die Spawnpunkte sind, auch wirklich alle Wege zu. Und das habe ich nicht getan. Tja, bis dahin, euer Kubaner. Ciao.